Hallo und herzlich willkommen zur Monatsübersicht der Schaubude für den Dezember. Und wir fangen an mit Steuerung Z. Das ist Punkrock aus Dresden. Dann kommt im Anschluss das dritte Kieler Viertelfest. Das ist super, da zahlt ihr 6 Euro Eintritt und könnt ins Loom, Luna, die Villa und in die Schaubude gehen. Da ist bei uns Depri-Disco. Da freuen wir uns drauf. Ja, und jetzt guckt ihr euch mal kurz ein Video von Steuerung Z an. Die S war faul. Dann geht das weiter am Samstag mit 9 Jahre From Me to Funk. Da gibt es 9 Kisten Freibier. Da gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DJs. Und die Soul Tribbin Crew aus Dortmund kommt vorbei. Da spielt Nasser mit. Oder da legt Nasser mit auf. Der lispelt genauso schön wie ich. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeikommen. Von dem hab ich mich erst verarscht gefühlt. Aber wir lispeln beide gleich schlimm. Julius und Nasser. Und dann geht es weiter, das ist eine Woche vor, am 8.12. Da spielen 3 Bands, das sind einmal Panicberg City, die machen Release, dann noch Panicberg City spielen, dann Bonsai Kitten und Hope Motors, im Anschluss gefolgt von Revolver Club ab 24 Uhr, das Konzert geht um 20 Uhr los. Und dann geht es am Samstag, den 9.12. mit Stay Up to Get Down weiter und dann spielen am Mittwoch, den 13.12. Bone Man und die Blues Tones. Da hören wir auch noch mal kurz rein. Donnerstag, 14.12. geht es um 19.30 Uhr weiter mit irgendwas mit Möwen. Die gastieren bei der Slam-Bude. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Also es ist halt ein Poetry-Slam, ein Leseslam. Ne? Und dann ist am 15. und 16., damit ich nicht so viel sagen muss, spielen die Leoniden und Fuck Art Let's Dance. Die Konzerte sind beide ausverkauft, aber es gibt auch beide Tage als Aftershow-Party. Fick dich ins Knie, Melancholie. Da könnt ihr auf jeden Fall noch vorbeikommen. 5 Euro kostet der Spaß. Und auch wenn ihr das Konzert nicht sehen könnt, laufen bestimmt die Leoniden und Fuck Art Let's Dance danach vom Tonbandgerät. Genau. Und dann am Freitag, den 22.12., spielen dann nämlich Elope und Monkey Fist, gefolgt von Rockasmus. Da können wir jetzt auf jeden Fall nochmal kurz reinhören. Dann fängt nämlich der Weihnachtsfeiertags-Bash an. Vierte Ansage, vierter Blickwinkel. Mann, sind wir innovativ und fresh. Am 23. ist nämlich Holy Soli, Christmas Pangs mit Late Night 79 unter anderem Paul Prime. Den kennen wir von den 12 Runkies und Late Night 79 von From Me to Funk. Dann ist am 24.12. Catchy Record, fetter Sound. Dann ist am 25.12. Typhoon Motor Dudes und danach legen Benny und Joyboy auf. Dann ist am 26.12. Rio
Bravo. Da könnt ihr auch mal schön den Vorverkauf nutzen für anstehende Weihnachtsgeschenke und euch den Truthahn, Speck und was weiß ich, was ihr an Weihnachten immer esst, den Weihnachtsfrust von der Seele saufen. Das passt besser. Dann ist der, haben wir 2 Tage nicht auf. Und dann ist am 30.12. nämlich The One, die allerletzte Show mit Alias Kalen und Arterials als Support und mit hier Fleisch, DJ Fleisch, na DJ Fleischy von der Tour Jugend Fleisch Wolf Kiel. Helge, der legt danach auf. Und am 31.12. ist dann Silvester mit Super Cool. Vorher aber noch schnell mal ein Einspieler von The One. Der Opak begraben, da ist immer noch ein bisschen von deinem Geschmack in meinem Mund. Und die Küste brennt, bitter Adieu. Auf deinem Weg nach Haus kannst du mit Applaus. Und die Küste brennt, bitter Adieu. Auf deinem Weg nach Haus kannst du mit Applaus. Was innovativ schon wieder. Jetzt haben wir 4 verschiedene Blickwinkel bei der Ansage gemacht. Jetzt sehen wir noch, wie ich die Tür zuschließe. Falls wir uns nicht mehr sehen, guten Rutsch, schöne Feiertage. YOLO Fresh, sehen wir uns im neuen Jahr. Wobei ich eigentlich diesen Monat gar nicht verstehe, warum ich nicht dich und dich überhaupt alle sehen kann. Tschüss.